Stumba Duhamba und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal Odelge 4. Und in der heutigen Folge werden wir wieder ein paar Fähigkeiten testen, und zwar die der unteren Reihe. Jupp. Wir fangen einfach mal am besten mit Revenant an. Und kleiner Fun Fact: Revenant hat die Eltern von Loba gekillt. Als Loba noch ein Baby war, also ein kleines Kind, aber nicht Baby, ein kleines Kind, ganz kleines Kind. Ja, die mögen sich wohl nicht so gut, würde ich mal sagen. Aber fangen wir mal an mit den Fähigkeiten, die haben. Und zwar, zuallererst, Revenant kann höher klettern als andere Charaktere. Und Revenant ist im Kriechen genauso schnell wie im Laufen. Ziemlich cool. Wirklich cool. Seine Fähigkeit? Eine Bombe. Ich stopp dir das mal. Eine Bombe, die 10 Schaden macht, wenn sie auf den Gegner auftrifft. Und weil ich es gerade vergessen habe. Okay. Sie macht 10 Schaden und blockiert für 20 Sekunden die Fähigkeiten der Helden. OP einfach nur. Und seine Ulti ist einfach einer der stärksten im gesamten Spiel. Ihr denkt so, was soll denn stärker sein als die von Loba oder Lifeline oder so? Vielleicht denkt ihr, die sind die besten. Habt ihr es gerade gesehen? Das war, glaube ich, eine Dingster-Referenz an Dings Naruto. Ich glaube, es war die richtige. Also es gibt eine Animation, wo der die Naruto-Dingster macht. Naruto-Fingerzeichen so. Und sein Ulti ist einfach, dass man für rechts unten seht ihr ja Todesschutz. Man kann an diesem Ding immer wieder. Das geht nicht kaputt oder weg. Also man kann es nur kaputt machen. Man hat dann für eine gewisse Zeit, wie es rechts unten bei diesem Todesschutzsymbol ist, so lange ist man unsterblich. Wenn du stirbst, brauchst du keine Angst vor haben, du spawnst wieder beim Totem neu. Ziemlich, ziemlich OP. Ja, es ist scheinbar, wenn... Also jeder kann es einmal machen und sobald der Erste das gemacht hat, fertig ist, dann geht's weg. Aber die anderen haben es ja noch. Ich will noch mal Dings da. Aufladungsturm benutzen. Weil. War das die Naruto-Referenz? Ach, stimmt ja. Man kann die nicht. Achso. Es ist zufällig, welche Animation kommt. Und ihr habt ja vor. Und ihr habt gerade die Naruto-Animation gesehen, wo er so diese Fingerzeichen gemacht hat. Ja, jetzt noch mal Naruto-Schutz aktivieren. Können andere auch? Ich bin noch nicht fertig. Aber Aufladungsturm benutzen. So. Und Lobos Fähigkeiten, ihr wisst es ja. Ich hab's ja. Das ist die allererste Charaktere, die ich vorgestellt habe. Lilane und goldene Sachen sich durch Wände und kann auch durch Wände markieren. Meine Fähigkeit ist ein Ring, den ich werfen kann. Und wenn der aufkommt. Teleportiere ich mich dorthin. Das ist ziemlich OP. Wirklich OP. Man ist damit auch sehr schnell. Und was man damit auch machen kann, wenn es mal fertig geht, in 4 Sekunden. Und zwar kann ich auch, wenn ich das schmeiße, kann ich sagen, yo, ich will jetzt teleportiert werden. Teleportiere ich mal direkt auf den Boden, weil ihr habt gesehen, ich habe Finger nach unten gemacht und das Ding ist dann noch direkt nach unten gemacht. Direkt nach unten im Schutzflug. Und ja, dann teleportiere ich mich ja direkt dorthin. Ulti, in dieser blauen Zone, die ihr hier seht, also alles außerhalb dieser blauen Zone, wird nicht mit einbezogen. Aber alles innen drin, jetzt wird's eingekauft. Der ganze Loot, der innen drin ist, kann man hierdurch
einfach nehmen. Ziemlich OP. Aber ich kann nur zwei Sachen nehmen und mein Teammates können auch nur zwei Sachen nehmen. Also, man kann sich gut überlegen, ob man Waffeln will, ob man Dings, ob man hier, seht ihr, jetzt ist dort eine Sache. Man kann, muss sich gut überlegen, ob man so Brustpanzer, Granatenheilung, Aufsätze oder so, was man davon nehmen will. Außer Munition, weil das kann man unendlich aufnehmen. Das ist ziemlich okay, weil, warte, ich mach's. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, aber ich mach's mal wieder voll. Und trotzdem kann ich noch Munition nehmen. OP. Das ist ziemlich OP. Und wenn und Gegner können die auch nehmen, das bedeutet, wenn ich das nicht will, dass die Gegner das nehmen, kann ich sie einfach schließen. Und die Ulti lädt sich so schnell auf. Und ich glaube, sie lädt sich auch während ich teleportiere, gibt es glaube ich noch extra Points. Oder? Ich glaube schon. Und dann kann man halt immer und immer wieder die Ulti aktivieren. Als nächstes, Fuse. Ich bin wieder auf den Ball. Fuse, schnell erklärt. Also die passive Fähigkeit ist schwer zu erklären. Ich meine, nicht mal ich verstehe die Fähigkeit. Ich meine, stecke pro Inventarslot eine zusätzliche Granate ein. Feuergranate weiter, schneller und präziser. Also ich verstehe schon, dass man Granaten dann quasi präziser wirft, wo man hinguckt. Und dass sie schneller, dass ich schnell schmeißen kann, also dass die Granaten schneller beim Gegner sind. Aber das andere verstehe ich irgendwie nicht so. Fähigkeit. Ich kann aus meinem Robo-Arm Sticky Bombs schießen. Und ihr habt richtig gehört, Sticky Bombs. Diese Granaten haften am Gegner. Ziemlich OP kann das sein. Also das sage ich irgendwie oft, dass das ziemlich OP sein kann oder dass es ziemlich OP ist. Aber weil es halt eben so ist, weil jeder Charakter hat was OP ist an sich. Außer ein paar. Ich gucke in deine Richtung. Horizon. Und Ulti. Ich kam mit der Ulti, ist genauso wie Dingster Bumster. Wie bei Gibraltar und Dingster Bumster. Ich krieg darin auch Schaden und meine Teammates, aber Gegner halt auch. Und hier drin kann ich dann halt ein episches Duell haben. Und während man im Kreis drin ist, kriegt man auch Schaden. Und man kriegt noch über Zeit Schaden. Woran ich fast gestorben wäre. Und kurz noch die goldenen Sachen erklärt. Damit kann man sich selbst wiederbeleben. Damit, wenn man jemanden wiederbelebt, kriegt er noch extra AP. Das ist, glaube ich, einfach richtig OP, wodurch man lieber auf den Bauch schießen sollte als auf den Kopf. Weil das da so hat den Kopfschaden minimiert. Und goldenes Brustpanzer, man kriegt mehr Heilung. Zum Beispiel, wenn ich jetzt da Heilung nehmen würde, davon, kriege ich jetzt richtig viel, kriege ich doppelt so viel. Also man kriegt doppelt so viel Heilung von den Items, die man nimmt. Kann ziemlich OP sein. Und wenn man den Helden wechselt, dann, also im Kriegsbereich, dann kriegt man auch wieder voll OP. Ja, also der Typ kann OP sein, wenn man ihn gut spielt. Als nächstes Horizon. Ich habe ja gesagt, dass die einzige ist, die nichts taucht. Also in gewisser Weise, also ich verstehe ihre Fähigkeiten, zum Beispiel ihre passive Fähigkeit ist, dass wenn man von hoch runter springt, was gibt keinen Fallschaden, dann wird man ja so kurz gestunt und kann richtig langsam loslaufen. Aber bei ihr ist das nicht so. Und sie ist schneller in der Luft oder so. Also sie fällt schneller runter. Und sie ist so irgendwie, sie experimentiert mit Schwerkraft und so. Sigma lässt grüßen. Und deswegen ist ihre Fähigkeit so ein Ding, das ich platzieren kann. Und dort wird die Gravitation umgekehrt. Ich werde nach oben geboostet. Und damit kann ich dann zu hohen Orten und von dort oben snipen. Kann stark sein. Und wir sind schon bei 10 Minuten.
Und ich muss noch die Ulti zeigen und noch ein anderer. Andere. Ihre Ulti, kurz erklärt, ein schwarzes Loch. Das macht keinen Schaden. Das Einzige, was macht, ist mich, meine Teammates und Gegner zu nerven, indem es uns anzieht. In so einem Bereich. Ziemlich schwach eigentlich. Also man kann dann dort das hinpalazieren. Da werden die rangezogen und nach oben geboostet. Ja, kann man auch richtig hat nerven, aber ansonsten taucht sie eigentlich nichts. Und die letzte von allen. Wampet! Ich werde direkt jetzt die Ulti aufladen, damit ich sie direkt zeigen kann. Weil die Fähigkeit ist gut in Kombination mit der Fähigkeit. Ziemlich gut kombiniert. Ihre passive Fähigkeit ist, dass Miniguns und LMGs höheres Magazin haben und schneller schießen. Kann stark sein, wenn man die richtigen Waffen benutzt. Und ihre Fähigkeit. Sorge für verstärkte Deckung. Ich kann Deckung platzieren und wieder aufheben. Meine Deckung ein. Und das da lässt sich gut kombinieren mit der Ult, weil die Ult ist eine Minigun, die ich platzieren kann. Und dann kann ich das da machen. Ich kann durch diese Dinger durchschießen, durch diese blauen und meine Teammates, aber die Gegner nicht. Keine Ahnung, warum das da kaputt gegangen ist. Ach so, wahrscheinlich, weil ich darauf geschossen habe. Sorry, dass ich wusste, aber ich habe richtig viele Videos gerade aufgenommen. Und ich glaube, die gehen nach einer Zeit auch weg. Aber lässt sich gut kombinieren, aber man kann nicht nach hinten. Und die hat unendlich Munition, die Minigun. Und das war quasi sie. Aber wie gesagt, am meisten mag ich Loba von allen Charakteren. Ich mache mal meine Top 3. Loba, Octane, Wave. Loba finde ich halt einfach, die ist halt ziemlich... Ich mag das Teleportieren, die Ulti ist auch ziemlich cool. Und dass man diese goldenen und epischen Items durch die Wände sehen kann, ist einfach so cool. Und ihr Charakter und so. Ihre zwei Charaktereigenschaften sind ziemlich nice. Deswegen mag ich sie so sehr. Und okay, mag ich halt, weil er richtig schnell ist und sich selbst heilen kann. Das Sprungkissen, also sein Ultimate, ist so nice to have bloß. Und Wave mag ich halt ziemlich hart, weil ich ihre Fähigkeit und ihre Ulti ziemlich cool finde. Und ihre Hintergrundgeschichte und ihr Aussehen und ihr Design und das mit diesen Stimmen ist ziemlich eine coole Idee. Einfach ziemlich nice. Deswegen. Ja. Und unter all die Schätze einfach nicht zurücklassen. Ist ziemlich nice. Und ich habe ja schon im Video diese goldenen Sachen erklärt und so. Und diese roten. Also schaut dort auch gern vorbei. Und das war's dann wohl mit dem Video. Und ich habe einen Vorschlag. Wollt ihr, dass ich mich Dr. Apex nenne? Schreibt in die Kommentare, ob sie sich schon so genannt hat. Wenn nicht, dann nenne ich mich so. Dr. Apex. Ziemlich geil. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein kostenloses Abo und Like da. Es sind schon 14 Minuten. Und dann würde ich sagen, habt noch eine schöne Zeit. Schreibt Begrüßungen in die Kommentare. Und es gibt auf der Map solche Banner, die den besten Spieler zeigen. Also der mit den meisten Kills. Der Kill-Spitzenreiter-Ding. Und dann sage ich nur noch... Ich will euch noch was zeigen. Falls ich genug Zeit habe, 30 Sekunden. Und zwar von da oben. Nein, also von da oben bis da ganz nach hinten sind es 101 Meter. Richtig viel Meter. Und dann sehe ich noch schnell die Ulti. Und ciao, Leute.